ich hatte die Serie über Schulfülle eigentlich schon abgeschlossen, aber jetzt kommt hier nochmal der Pelikan Junior, der Pelicano Junior, den Pelikan Pelicano. Das normale Modell haben wir schon gesehen. Ist kein großer Unterschied, aber wir gucken uns trotzdem mal an, wie dieser Füllhalter aussieht. Also hier nochmal die kleine Geschichte. Der Ur-Pelikano, das folgende Modell und das Modell aus den 90er Jahren. Und hier, wie gesagt, die heutige Serie der Pelicano. Und der Pelicano Junior, warum er nun Junior heißt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ein sehr schönes Modell. Die Firma Pelikan hat sich ja sehr verdient gemacht um die Schulfüller. Und wir gucken uns, wie gesagt, dieses Modell an. Im Laufe der Zeit haben sich hier eine ganze Menge Füllhalter angesammelt. In einem Giveaway, das parallel hierzu läuft, werde ich die meisten Füllhalter einsetzen. Also wer daran teilnehmen will und gerne einen Füllhalter gewinnen will, der kann daran teilnehmen. Einfach nur einen kleinen Kommentar unter dem jeweiligen Video hinterlassen. Im Moment sind, glaube ich, 11 Giveaways aktuell. Ja, also wir gucken uns den Füllhalter nochmal aus der Nähe an. Damit geht es gleich weiter. Hier also ein kleiner Überblick über die Pelikan Schulfüller aus den 50er Jahren. Der erste Pelicano, ein weiteres Modell. Der Pelikan aus den 90er Jahren, ich glaube bis 2000 wurde dieser gebaut. Hier das gängige Pelicano-Modell. Und jetzt kommen wir hier zu dem Pelikan Junior-Modell. Dieses Modell gibt es in verschiedenen Farben. Ich kenne hier das Modell in Blau und in Rot. Es ist durchscheinend. Ich kann das hier sehen. Hier sind keine Patronen drin. Wir gucken mal, welches jetzt der. Genau, das sind die unbenutzten Füllhalter. Der hier scheint befüllt zu sein. Genau, der ist befüllt. Wir sehen die beiden verschiedenen Modelle, ne, die beiden verschiedenen Ausführungen. Hier also die Ausführung für Linkshänder auf der linken Seite, die für Rechtshänder auf der rechten Seite, auch erkennbar an dem A auf dem Füllhalter für Rechtshänder und hier auf dem Füllhalter für Linkshänder erkennen wir ein L. Hier haben wir ein Tintensichtfenster, was gleichzeitig als Wegrollsperre dient. Auch die Kappe kann nicht vom Tisch rollen. Hier dient der erhabene Namenszug als Wegrollsperre. Hier haben wir das Pelikan-Emblem. So in der Art soll er gehalten werden. Wir gucken uns gleich mal an, wie der Füllhalter
Inhalt erschreibt. Hier haben wir im Vergleich in der Mitte zweimal den normalen Pelicano und außen den Pelicano für Rechtshänder. Hier kommt noch, so sieht der Pelicano Junior für Linkshänder aus. Okay, und wir gucken uns gleich nochmal an, wie dieser Füllhalter schreibt. Pelicano Junior. Und hier kommt das Linkshändermodell. Alle schreiben verhältnismäßig ähnlich. Also hier die drei Pelicano-Modelle, die ich im Moment zur Hand habe, der normale Pelicano in Rechtshänderausführung, der Pelicano Junior in Rechtshänderausführung und hier kommt der Pelicano Junior in Linkshänderausführung. Wir betrachten den Füller nochmal aus der Nähe. Wir sehen hier das Griffstück aus weicherem Gummi, der Schaft aus Hartplastik und die Kappe ebenfalls aus Hartplastik. Und hier der Schriftzug Pelicano Junior. Okay, preislich liegen die beiden Füller sehr nahe beieinander, also es ist eine reine Geschmackssache, für welchen Pelicano man sich hier entscheidet. Schulfüller, ein weites Feld, wie wir sehen können. Wir werden sie alle mal einer genaueren Betrachtung unterziehen, und zwar hier den Pelican Griffix, den Pelican Twist, den Pelican Pelicano, den Pelican Happy Pen, den Parker Vector, zwei Füller hier von Herlitz, dann den Nex von Lamy, dann kommen hier 1, 2, 3, 4, 5 Füller von Mapede, dann kommen 2 Füller von Online, der Schulfüller von Faber-Castell, der Schulfüller von Bic, 2 Füller von Schneider, dann kommt hier der Schulfüller aus den 50er Jahren von Pelican, dann kommt der Monte Rosa Schulfüller, hergestellt von Montblanc. Das preisgünstigste Modell von Montblanc aus den 50er Jahren. Und hier der Vorläufer von allen, die Brause Pfannenfeder mit dem Federhalter. Die musste damals noch in die Tinte eingetaucht werden. Also ein kleiner Überblick über die gängigen Schulfüller. Okay, das ist erstmal die Einleitung, Fortsetzung folgt. Schulfüllern zu wenden. Schulfüller müssen aber nicht so aussehen, sondern wir gucken uns das einfach mal an. Hier haben wir praktisch drei baugleiche Füllhalter, wenn man von den unterschiedlichen Kappen absieht. Dieses ist das Modell Schulfüller, dieses ist das Modell
Kalligraphiefüller und hier haben wir einen Füller mit einer flexiblen Feder. Ich habe einfach mal drei Modelle aus meiner eigenen Werkstatt genommen, damit alle gleich in der Hand liegen. Und wir gucken uns mal an, wie unterschiedlich diese Füllhalter schreiben. Da die meisten Schüler entweder ihren Namen schreiben, wenn sie einen Füllhalter ausprobieren, oder das Wort Hallo, nehmen wir hier mal das Wort Hallo. Jetzt also der typische Schulfüller. Wir sehen die Striche in senkrechter und waagrechter Richtung sind ungefähr gleich stark. Die Feder läuft, wir sehen es hier, in einer Kugel aus, die aus einem härteren Material, meistens Iridium, ist und deswegen das Gleiten über das Papier erleichtert. Außerdem sind diese Füller wenig flexibel. Wir gucken uns nochmal an, die Spitze des Füllhalters. Wir sehen, das Ganze läuft in einer Kugel aus. Das ist also die typische Schulfüllerfeder. Jetzt praktisch der gleiche Füllhalter, aber mit einer Kalligraphiefeder. Wir nehmen wieder das Wort Hallo. Und Sie sehen, die Striche variieren. Die Feder ist zwar auch nicht sehr flexibel, also Druck bringt keine wesentliche Veränderung des Schriftbildes, aber wir sehen, die Schriftzüge variieren ohne Dazutun praktisch durch die Form der Feder. Sie sehen, diese Feder ist vorne gerade. Hier haben wir eine in 1,5 mm Breite. Und wir kommen zur Spitzfeder. Man sieht, sie verdient wirklich ihren Namen. Und wir gucken uns einmal an, wie diese Feder schreibt. Wir sehen also, das ist mit wenig Druck, jetzt mit starkem Druck. Wir sehen also, die Feder reagiert extrem auf Druck. Wir sehen, diese Strichvariation haben wir weder mit dieser Feder hier, noch, wo steckt er, noch mit dieser Feder. Wir sehen also, diese typische Schulfüllerfeder ist praktisch eine Feder für den täglichen Gebrauch. Sie sehen allein hier diese Feder hier, die Tintenmenge, die verbraucht. Das ist also nicht für den täglichen Gebrauch. Dieses ist praktisch die Feder für den täglichen Gebrauch und für die Schule. Aber wie gesagt, damit geht es erst los. Wenn man interessant schreiben will, dann braucht man also entweder die Kalligraphiefeder oder die Hier haben wir 36 Schulfüller, diesmal im ersten Durchgang diese 9 verschiedenen Pelikanfüller. Die Firma Pelikan ist die, die sich am intensivsten mit Schulfüllern auseinandergesetzt hat. Hier haben wir den Pelikan 120 aus den 50er Jahren, das einfache Modell von Pelikan. Das Normalmodell hatte diese typische Binde. Dann kommt wohl der bekannteste Schulfüller überhaupt,
der Pelikan Pelicano, hier in der typischen Ausführung mit Aluminiumkappe und blauem Schaft. Dann das etwas neuere Modell, erkenntlich hier an dem Tintenfenster am Schaft. Und dann kommt der Pelicano aus dem Jahr ungefähr 2000 und jetzt der Pelicano, der heutige aktuelle Pelicano, hier zwei weitere Schulfüller von Pelicano, nämlich der Griffix und der Twist. Dies ist ein namenloses Modell, allerdings auch so in dieser typischen Schulfüllerform, und das ist das momentan preiswerteste Modell von Pelikan, der Happy Pen. Also hier haben wir, wie gesagt, von 1950 bis zur aktuellen Form haben wir eine kleine Übersicht über die Pelikan-Füllhalter. So, hier also der bekannteste Schulfüller überhaupt, der Pelicano von Pelikan. Hier sehen wir das Pelikan-Emblem. Wir sehen die Kappe eigentlich ohne richtigen Clip, aber mit Wegrollsperre. Der Füllhalter selber rollt auch nicht. Wir sehen hier das Tintensichtfenster und der Füllhalter benutzt normale Standardpatronen, entweder in dieser langen Form oder in der kürzeren. Also mit Standardpatronen, die überall erhältlich sind. Okay, und wir gucken uns an, wie dieser Füllhalter schreibt. Wir hatten gesagt, wir nehmen das Wort Hallo. Die meisten Schüler hatten mir gesagt, wenn sie einen Füllhalter ausprobieren, schreiben entweder ihren Namen oder Hallo. Ich hatte auch gedacht, dass ich einige Schüler einfach mal einige Kinder befrage und sie diese Füllhalter ausprobieren lasse, dann geht es natürlich ein bisschen schneller, wenn die nur Hallo schreiben und nicht ihren ganzen Namen. Das Vorgängermodell davon ist dieser Pelicano. Wir sehen, diesmal mit einem richtigen Clip die Kappe, wie das bei den meisten Pelicanos ist, aus Metall. Und wir sehen, dieser ist zwar rund, aber rollt nicht leicht. Hat hier eine ganz kleine Griffmulde. Dadurch, dass er durchsichtig ist, brauchen wir kein Tintenfenster. Wir sehen, hier sind zwei Patronen drin, die noch gut befüllt sind. Und wir gucken uns einfach mal an, wie der jetzt schreibt. Im Grunde, na, das sind jetzt minimale Unterschiede. Im Grunde schreibt diese Feder fast noch ein bisschen weicher als. Nee. Es ist im Grunde das Gleiche. Also die perfekte Feder. Wir gucken uns jetzt das Vorgängermodell an. Dieser silberblaue ist im Grunde der typischste Pelicano. Dies ist zwar auch nicht das ursprüngliche Modell, es gab noch einen, der hier oben eine runde blaue Kappe hatte. Aber wir gucken uns jetzt den hier an und wir schreiben wieder Hallo. Die Feder ist etwas feiner, aber schreibt sich auch perfekt. Also der Pelicano war immer schon ein guter Füllhalter. Wie gesagt, hier noch ein zweites Tintensichtfenster. Hier schon eine angedeutete Griffmulde. Hier kann man dann immer gleich sehen, ob auch die Ersatzpatrone drin ist. Wir sehen die Kappe mit Clip. Der Füller selber, na, der rollt noch ein bisschen.
Aber wie gesagt, schon damals ein perfekter Schulfüller. Hier der typische silberblaue Pelicano. Und wir gucken uns an, wie der schreibt. Auch wenn man es jetzt mit den heutigen Pelicanos vergleicht, ein ganz klein bisschen feiner. Auch damals, wie gesagt, das waren die ersten Patronen. Achso, hier ist jetzt keine Patrone mehr drin. Wir packen hier die Ersatzpatrone rein. Also das waren die ersten typischen Schulfüller mit Patronen. Und jetzt hier das Vorgängermodell aus den 50er Jahren. Dieses ist natürlich noch kein Patronenfüller, eben auch einer, der zugeschraubt wird. Hier nochmal das andere gängige Modell von Pelikan mit dieser Zelluloidbinde, die fehlt hier. Und wir gucken uns an, wie dieser Füller schreibt. Eine traumhafte Feder. So, was wir jetzt hier bei diesem Pelikan finden, das ist natürlich eine traumhafte Feder. Sie sehen, wie die auf Druck reagiert. Wir gucken uns die nochmal aus den die sensibel auf Druck reagiert. Sowas, was man damals in dem normalen Schulfüller fand, sowas findet man heute natürlich nur noch bei den besten Füllhaltern. Das war, wie gesagt, der Pelikan 120, der Schulfüller aus den 50er Jahren. So, wir haben hier noch vier weitere Pelikan-Füllhalter. Hier einer, der praktisch wie ein Pelicano aussieht, aber keine Namensbezeichnung hat. Wenn wir das jetzt hier vergleichen mit dem heutigen Pelicano, dann sehen wir eigentlich ein sehr ähnliches Modell. Und wir sehen, der hat zwar jetzt ein Tintenfenster, aber dadurch, dass hier alles durchscheinend ist, bräuchte er es eigentlich nicht. Und wir gucken uns nochmal an, wie der schreibt. Ähnlich wie die anderen Pelikan auch. Also Sie sehen, die sind also sehr ähnlich. Die Kappe von dem hier passt, die ich hier eben irrtümlich draufgesetzt habe, die passt also auch. Also das scheint also ein Sondermodell von des Pelicano zu sein. Jetzt gucken wir uns gleich noch diese drei weiteren an. So, es kommen jetzt hier noch drei weitere Pelikan-Füllhalter. Diese Griffmulden haben sich bei vielen Schulfüllern durchgesetzt. In den vorherigen Videos habe ich ja schon meinen eigenen Füllhalter vorgestellt. Also ich bevorzuge einen runden Füllhalter, bei dem man praktisch die Haltung frei wählen kann. Und man nicht so festgelegt ist. Dies ist scheinbar das Linkshändermodell, also eigentlich soll hier der Zeigefinger eben entsprechend hinkommen, so in der Art. Aber wie gesagt, da hat jeder seine Vorlieben. Ich werde hier dann hoffentlich auch noch ein paar Kinder
zu Wort kommen lassen, die dann ihre Meinung dazu kundtun. Aber wir sehen, alle Pelikan-Füllhalter ausgezeichnet mit sehr schöner Feder, die absolut leichtgängig übers Papier geht. Twist, wir gucken uns mal an, wie die schreiben. Also im Grunde die gleiche Feder, die sich auch in einem Pelicano wiederfindet. Es ist also hier kein Unterschied, auch dieses ein ganz normaler Patronenfüller hier mit der großen Standardpatrone. Dieser rollt natürlich nicht vom Tisch. Die Kappe hier auch kaum. Bei diesem hier ist es ähnlich. Die sind also sehr schön sicher, was das Runterrollen vom Tisch angeht. Über die Griffmulden kann man sich streiten. Für mein Gefühl ist natürlich der runde Füllhalter am besten geeignet, aber das hat sich hier nun schon bei vielen Schulfüllern durchgesetzt, dass diese Griffmulden vorhanden sind. Wir haben jetzt hier noch einen, das preisgünstigste Modell von Pelikan, das ist dieser hier, der Happy Pen. Man hört es schon am Ton, der schreibt jetzt nicht ganz so schön. Wir gucken uns gleich mal an, woran das liegt. Wir sehen hier beim Pelicano vorne an der Federspitze die aufgesetzte Kugel, die das Schreiben erleichtert. Hier beim Happy Pen sehen wir, das ist natürlich jetzt wesentlich preisgünstiger zu machen, so eine Feder. Wir sehen, dass das Material vorne einfach zu einer Kugel gepresst wurde. Das ist also jetzt von Pelikan der preiswerteste Füllhalter. Man sieht, er schreibt zwar auch gut, aber da sollte man eben nicht zu sparsam sein. Also einer von diesen gängigen, wir gucken uns das hier an, der Twist, Pelikan Twist hat diese aufgesetzte Spitze. Wir gucken uns den Griffix an. Alle haben die. Und wir gucken uns hier noch, wir gucken uns noch einen weiteren, diesen Pelikan an. Hier, Sie sehen, wie viel Mühe man sich normalerweise eben mit den Federn gibt. Also diese Spitze, diese abgerundete Kugel vorne, die erleichtert das Schreiben ungemein. Okay, das war der von Staedtler. Füllhalter von Staedtler, hier sehen wir den Namenszug Staedtler. Hier zwei Modelle. In dieser Verpackung kommt der Füllhalter. Hier, genau so wird es aufgedreht. Hier haben wir auch mal den Preis, 11,80 Euro. Okay, wir gucken uns das an. Einmal das Linkshändermodell. Nee, dieses ist das Rechtshändermodell. Die unterscheiden sich eigentlich nur durch die Anordnung der Griffmulden. Hier das Linkshändermodell. Beide befüllen wir mal schnell und gucken uns an, wie sie sich schreiben. Hier haben wir das Linkshändermodell, das schon befüllt ist. Den anderen befüllen wir gleich. Und wir sehen, die Kappe, die rollt wirklich nicht vom Tisch und ist wirklich stabil. Da kann man wahrscheinlich auch mal drauf treten. Das ist ja bei Schulfüllern immer das Hauptproblem, dass die Kappe zertreten wird. Okay, also die rollt wirklich nicht vom Tisch. Wir brauchen auch keinen Clip, denn welcher Schüler wird sich schon den Füllhalter wie ein Büroangestellter in die
Hemdentasche stecken. Hier auch, wir sehen es hier, die Wegrollsperre. Das klappt also sehr schön. Wie gesagt, der wird befüllt mit ganz normalen Patronen. Hier passt auch die Ersatzpatrone rein. Hier sehen wir den Stand. Hier ist also noch die Hälfte, gut die Hälfte Tinte drin. Hier also die Standardpatrone. Wir befüllen auch das Rechtshändermodell. So, hier die Standardpatrone. Wir sehen also, der liegt sehr gut in der Hand. Die Griffmulden sind nur angedeutet. Und wir gucken uns mal an, wie dieser Füllhalter schreibt. Wir zoomen uns etwas ran und jetzt gucken wir uns mal an, wie dieser Füllhalter schreibt. Ich hatte ja schon gesagt, wir nehmen das Wort Hallo. Die Kinder schreiben ja entweder ihren Namen oder Hallo. Wir sehen, wie auch bei den Pelikanfüllern diese Feder schreibt perfekt. Keine Aussetzer und wie gesagt, die typische Schulfüllerform. Wir sehen vorne die aufgesetzte Kugel, die das Schreiben natürlich gewaltig erleichtert. Der Füllhalter muss nicht immer exakt aufgesetzt werden, sondern wenn man ihn so aufsetzt, dann pendelt er sich schon in der richtigen Schreibrichtung ein. Aber Hallo, genau, also ein weiterer sehr stabiler, gut gemachter Füllhalter mit Velcro-Sperre, mit Tintensichtfenster, Griffmulden und einer hochwertigen Feder und einer Farbe Castell in der Ausführung für Linkshänder und für Rechtshänder. So, hier also der Schulfüller von Faber-Castell, hier in Grau die Rechtshänderausführung. Die unterscheidet sich im Grunde von dem anderen nur in der hier auf der rechten Seite angeordneten Griffmulde, während sie hier sich genau auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Wir betrachten die Kappe. Die rollt nun wirklich nicht weg und ist stabil gebaut. Und wir sehen hier den Faber-Castell-Schriftzug, gegründet 1761. Hier der andere Aufdruck ist hier auf der Rückseite Germany. Dieses ein wirklich gut gemachter Schulfüller. Wir sehen hier die Wegrollsperre am Schaft. Wie gesagt, die Kappe, die rollt wirklich nicht, hat hier aber zusätzlich noch diese Wegrollsperre. Der Füllhalter ist geeignet für die Standardpatrone. Wir haben hier das Sichtfenster, was hier wirklich ganz genial einfach gelöst ist. Man sieht immer, ob die Ersatzpatrone noch da ist. Hier sehen wir, ist auch noch genug Tinte vorhanden für unseren kleinen Schreibversuch. Wir sehen eine Feder mit Iridiumspitze. Wir betrachten die Feder aus der Nähe und sehen die aufgesetzte Iridiumspitze. So ist es natürlich immer aufwendiger in der Herstellung. Und wir werden uns gleich mal angucken, wie dieser Füllhalter schreibt. Hier das Linkshändermodell. Wir sehen die gleiche aufgesetzte Iridiumspitze und wir gucken uns an, wie der Füllhalter schreibt.
Sehr schön, sehr weich. Man hört es auch schon am Ton. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen Hallo, weil die meisten Kinder, wenn sie einen Füllhalter ausprobieren, entweder ihren Namen oder Hallo schreiben. Also wunderschön weiche Feder, gleitet perfekt übers Papier. Natürlich nicht, ist ganz wenig elastisch, aber für Kinder darf sie natürlich nicht zu elastisch sein. Jetzt gucken wir uns das gleich an hier bei der Feder für Rechtshänder. Also an diesem Füllhalter ist nichts auszusetzen. Die perfekte Kappe mit Wegrollsperre, der Schaft mit Wegrollsperre, Tintensichtfenster, angenehmes Griffstück. Genau, das muss ich noch sagen. Dieses Stück Plastik ist ja aus einem weicheren Material hergestellt als der Schaft. Hier das Tintensichtfenster und der Füllhalter akzeptiert die Standardpatrone. So viel also zum Schulfüller von Faber Castell. Schulfüller von Herlitz. Hier in der Mitte. Hier also die beiden Herlitz-Füller. Hier Herlitz, der Aufdruck My Pen. Und hier heißt es dann Herlitz My Pen Style. Okay, die beiden jetzt aus der Nähe. Dieser Füller fällt durch die asymmetrische Kappe auf, die rollt nicht vom Tisch und hat hier ihren Clip. Dann gucken wir uns den Füllhalter selber an, der rollt auch nicht vom Tisch. Wenn man das jetzt so betrachtet, macht der Füllhalter hier den Bogen. Die Feder steht dadurch bei normaler Schreibhaltung ein bisschen steiler, was dem Schreiben entgegenkommt. Also ein sehr positiver Aspekt hier. Wir haben hier die Griffmulde, die nicht zu stark ausgeprägt ist, so dass jeder seine Haltung finden kann. Der Füllhalter ist für Standardpatronen ausgelegt. Sehen wir hier, die ist auch noch einigermaßen befüllt. Okay, das wäre also das Modell Nummer 1 von Herlitz. Okay, beim Schließen muss man natürlich immer darauf achten, dass die Teile auch zusammenpassen. Hier der andere Herlitz-Füller. In einer stark dreieckigen Form. Deswegen rollt hier diese Kappe nicht vom Tisch, ist auch einigermaßen stabil. Hier sehen wir den Clip. Dieser Füllhalter ist auch für Standardpatronen gedacht. Hier im Moment gerade die lange Version davon. Aber die Normalpatronen passen auch. Und wie bei dem anderen Herlitz-Füller sehen wir hier die Bogenform. Deswegen ist der Winkel, mit dem die Feder auf das Papier trifft, wirklich sehr günstig. Wir sehen auch hier nur eine angedeutete Schreibmulde, sodass jeder seine Haltung finden kann. Das Ganze hier aus einem Weichplastik, hier die Griffteile. Dies ist ein härteres
Plastikmaterial, was man wahrscheinlich hier schon an der Reflexion sehen kann. Wir betrachten die Feder aus der Nähe. Wir sehen auch hier die aufgesetzte Iridiumspitze, die das Gleiten übers Papier erleichtert. Wir gehen jetzt nochmal ins Detail. Wir sehen hier die Iridiumspitze, wirklich sehr schön gemacht. Hier der Tintenleiter, hier das Herlitz-Emblem auf der Feder. Das war der schwarz-weiße Füllhalter, das andere Modell. Wir sehen die aufgesetzte Iridiumspitze. Und wir betrachten, wie dieser Füllhalter schreibt. Wir bleiben bei Hallo. Wunderbar weich. Sie sehen keine Aussetzer. Und genau so sieht dieser Füllhalter aus der Nähe betrachtet aus. Hier jetzt der zweite Füllhalter und wir bleiben bei Hallo. Sie sehen die gleiche Feder, der schreibt perfekt. Sie sehen, durch dieses Iridiumkorn gleitet der Füllhalter angenehm weich übers Papier und wir sehen auch keine Aussetzer. Schon erstaunlich, wie qualitativ hochwertig alle diese Schulfüller sind. Hier nochmal der zweite. So, das waren also die beiden Herlitz-Füllhalter aus meiner kleinen Schulfüllhalter-Sammlung. Füllhalter von Schneider. Als erstes betrachten wir uns diese beiden Modelle. Das ist auf Denglisch hat die Firma Schneider diesem Modell den Namen Base Kit gegeben. Hier für Kinder mit kleinen Händen, hier für etwas größere Kinder. Wir gucken uns die Kappe an, die rollt nicht vom Tisch und ist einigermaßen stabil gebaut. Hier praktisch die gleiche Kappe, nur eine andere Farbgebung. Die Kappe ist ja der Teil des Füllers, der meistens am schnellsten kaputt geht, weil die Kappe vom Tisch rollt und dann jemand drauf tritt. Dann ist natürlich der ganze Füllhalter unbrauchbar. Hier sehen wir jetzt das Griffstück. Hier das Linkshändermodell mit der Griffmulde auf der linken Seite. Hier das Rechtshändermodell. Das Rechtshändermodell hier in der kurzen Ausführung. Der Füllhalter ist für die Standardpatronen ausgelegt. Hier passt genau eine Patrone rein.
Hier passt dann die Ersatzpatrone, wie wir sehen können, auch noch rein. Tintenfenster ist perfekt gelöst. Man sieht immer, ob noch genug Tinte in den Patronen vorhanden ist. Die Federn gucken wir uns an. Wir betrachten uns das Ganze gleich auch noch aus der Nähe. Diese Feder hier mit aufgesetzter Iridiumspitze. Das erleichtert das Schreiben. In anderen Videos hatten wir schon gesehen. Vorne auf die Federspitze wird ein Korn aus einem härteren Material als die Feder selbst angebracht, in den meisten Fällen Iridium, und das gleitet dann besser übers Papier. Okay, dies ist ein etwas älteres Schulfüllermodell, gleiche Konstruktion der Feder. Hier ein weiteres Modell mit ähnlicher Feder. Schneider hat allerdings auch Füllhalter mit der ganz einfachen Feder im Handel. Wir gucken uns gleich mal den Unterschied zwischen den beiden Federn an. Hier sehen wir eine Feder, bei der die Federspitze einfach zu einer Kugel gebogen ist. Das ist hier bei dem einfachsten Füllhalter von Schneider der Fall. Hier sehen wir die aufwendigere Form. Wir sehen die aufgesetzte Iridiumspitze. Hier das Schneider-Emblem auf der Feder. Hier kommt der kleinere Füllhalter. Und wir gucken uns die Feder an und stellen fest, die Spitze aus Iridium ist sehr schön geformt und erleichtert das Gleiten übers Papier. Die anderen Schneider-Modelle mit der gleichen Feder. Beim preisgünstigsten Modell von Schneider haben wir diese ganz einfache Federform. Und jetzt natürlich das Wichtigste, wie schreibt dieser Füllhalter? Hier als erstes der Base-Kit-Füllhalter für kleine Hände in der Rechtshänderausführung. Wir hatten ja gesagt, wenn Kinder einen Füllhalter ausprobieren, schreiben sie entweder ihren Namen oder Hallo. Wir sehen, der schreibt perfekt. Es gibt keine Aussetzer. Die Feder hält auch ein bisschen Druck aus. Also ein perfekter, klitzekleiner Füllhalter. Es kommt das gleiche Modell in der etwas längeren Ausführung. Sie sehen keine Probleme, wir sehen keine Aussetzer. Die gleiche Feder, die hält auch ein bisschen Druck aus. Hier das etwas ältere Füllhaltermodell von Schneider, falls Ihnen das über den Weg läuft. Auch der schreibt gut, guckt euch das an, Sie sehen, perfekt, keine Aussetzer. Hier ein weiteres Modell, das aber wahrscheinlich nicht mehr produziert wird. Er hat die gleiche Feder, auch mit aufgesetzter Iridiumspitze. Wir sehen keine Aussetzer. Hier sehen wir den Schneider-Schriftzug. Wir kommen zu den
ganz einfachen Modellen. Und wir sehen auch diese Füllhalter schreiben. Gut, aber es ist natürlich ein etwas anderes Schreibgefühl mit dieser, wir haben es ja aus der Nähe gesehen, mit dieser ganz einfachen, spitze, schwarzen Ausführung. Und Sie sehen auch hier keine Aufsetzer, also auch diese ganz einfachen Federn tun ihre Dienste. Das waren also die Schulfüller von Schneider. Hier haben wir sie nochmal alle versammelt. Wie gesagt, hier das Standardmodell in der Links- und Rechtshänderausführung und in unterschiedlicher Länge. Hier das ältere Modell von Schneider, hier das ganz preisgünstige Modell, davon habe ich hier zwei Farben und hier nochmal ein verhältnismäßig alter Füllhalter von Schneider. Hier der Schulfüller von Rotring, hier sehen wir den Namenszug, hier den typischen roten Ring, der den Produkten der Firma den Namen gegeben hat. Wir sehen hier ein riesiger Tintenleiter hier unter der Feder, eine extrem ausgeprägte Griffmulde, hier den Rotring, die Kappe mit Wegrollsperre. Sonderlich stabil, aber die sollte halten. Und wir gucken uns hier den Füllmechanismus an. Die Ingenieure, Sie hören den leichten Knack. Die Ingenieure von Rotring haben sich hier etwas Spezielles einfallen lassen. Man sieht hier, wenn die Patrone reingedrückt wird, geht dieser kleine Schieber hier mit beim Aufdrehen. Wenn man jetzt den Füllhalter wieder aufdreht, dann haben Sie das Klicken gehört, dann wird die Patrone hier mit ein kleines Stück ausgeworfen. Wir sehen hier die beiden Mitnehmer, die dafür sorgen, dass die Patrone um dieses Stück eben nach vorne bewegt wird. Okay, hier wie gesagt passt die zweite Patrone rein. Wir sehen jetzt hier schön der Schaft aus Holz. Eine riesige Griffmulde hier unten. Der Schaft. Hier hinten die Wegrollsperre, aber der Stift ist eigentlich von sich aus so asymmetrisch, dass er nicht vom Tisch rollt. Sie sehen das hier, also ohne die Wegrollsperre. Wir hatten ja gesagt, die meisten Unglücke mit den Füllhaltern passieren ja, wenn sie vom Tisch rollen, insbesondere die Kappe oder eben auch der Schaft und dann zertreten werden. Wir gucken uns mal an, wie dieser Füller schreibt. Die Feder gleitet perfekt übers Papier. Diese Feder gehört auch zu dem Typ mit aufgesetzter Iridiumspitze. Wir gucken uns das gleich aus der Nähe an. Wir sehen hier keine Aussetzer. Füllhalter schreibt perfekt, hält auch Druck aus und wir gucken uns die Feder
gleich nochmal aus der Nähe an, ganz nah dran. Wir sehen die Iridiumspitze, hier den Tintenleiter, hier kann man schön sehen, wie die Spitze aufgesetzt ist und hier auf der Feder eingraviert, Rotring Germany und ein A. Wir sehen hier auch den riesigen Tintenleiter und diese Rippen, an denen sich die Tinte, falls sie wirklich überlaufen sollte, festhalten kann. Hier der typische Rotring. Hier die Feder mit der aufgesetzten Iridiumspitze. Hier nochmal die Maserung der Parker Vector. Parker, schön zu erkennen an dem Pfeilclip hier. Der Namenseindruck, wir gucken uns das nachher noch aus der Nähe an. Das sind also die beiden einfachsten Modelle von Parker. Und zwar hier die normale Schulfüllerausführung, hier das entsprechende Kalligrafie-Modell. Also das ist für Schüler, die schon ein bisschen älter sind. Aber dieser Füllhalter bewegt sich im gleichen Preissegment wie auch die anderen Füllhalter. Unten im Bild der Parker mit der Schulfederausführung, oben mit der Kalligrafiefeder. Wir sehen, der Nachteil bei diesem ist natürlich wie bei allen normalen Füllhaltern, die rollen leicht vom Tisch. Die Kappe hier hat durch den Clip ihren Wegrollschutz. Die ist natürlich nicht so stabil wie zum Beispiel hier diese Kappe. Dies scheint mir die von Staedtler hier, die scheint mir die stabilste Kappe zu sein. Ähnlich wie bei dem Faber-Castell-Füllhalter. Dieser Füller kommt ohne Griffmulden aus, aber nicht jeder ist Freund dieser Griffmulden. Was ist handfreundlicher als ein normaler Bleistift? Und wir sehen hier, das Griffstück entspricht ungefähr einem Bleistift. Der einzige Nachteil bei den Parker-Füllhaltern ist, dass sie nicht die Standardpatronen benutzen. Deswegen hier in diesem befindet sich jetzt ein Konverter hier mit dem Schiebemechanismus. Hier in diesem Parker befindet sich ein Konverter mit diesem Tintensack, den man hier zusammendrückt. Sie sehen schon, entweicht die Tinte. Das sind also die Parker-Konverter. Das ist der einzige Nachteil. Ähnlich wie bei Lamy, zu dem kommen wir noch, auch der Lamy-Füllhalter benutzt eigene Patronen. Deswegen habe ich hier zum Beispiel in meinem jetzt auch einen Konverter. Und hier sehen wir schon schön, das ist der typische Konverter, der genau an den Platz einer Patrone passt. Und dann haben wir hier den Konverter von Parker mit dem Tintensack hier und einen ähnlichen wie diesen Drehkonverter hier. Hier, der wird befüllt durch Drehen hier. Dieser wird befüllt durch Schieben dieses Reglers hier. Wir probieren es auch mal sehen. Ja, da sehen wir, da entweicht gleich ein bisschen Tinte. Okay, also das ist ein gewisser Nachteil. So sehen zum Beispiel die Patronen aus, die sowohl in Lamy als auch normal Standardfüllhalter passen. Wie gesagt, bei Lamy
braucht man diese. Für Parker habe ich jetzt keine Patronen vorrätig. Meine sind jeweils mit einem Parker-Konverter ausgestattet. Schulfeder. Sie sehen die Striche in beiden Richtungen ungefähr gleich. Wir sehen auch keine Aussetzer. Der gleitet perfekt übers Papier. Und wir kommen zum Parker Kalligraphie-Modell. Und wir sehen die unterschiedliche Strichstärke jeweils abhängig von der Strichrichtung. Das Schriftbild ist natürlich wesentlich interessanter als mit dem Normalfüller, aber wir hatten schon gesehen, bei diesem Füllhalter kommt es nicht so sehr darauf an, dass er wirklich exakt aufgesetzt wird. Der pendelt sich von selber ein durch die Kugel. Ein Füllhalter mit Kalligraphiefeder, der muss also immer perfekt aufgesetzt werden. Sie sehen, so schreibt er noch nicht mal an. Der muss also immer mit der gesamten Fläche aufgesetzt werden. Aber wir sehen, die Schrift wird sofort ein bisschen interessanter. Das ist also wichtig für ältere Schüler. So macht es doch Spaß, in der Schule irgendwas mitzuschreiben, wenn man hinterher ein interessantes Schriftbild erhält. Aus der Nähe, hier haben wir die beiden Federn im Vergleich. Links die Kalligraphiefeder, rechts die normale Schulfüllerfeder. Wir sehen das aufgesetzte Iridiumkorn hier in dieser Stellung am schönsten zu sehen. Und wir sehen die Form der Kalligraphiefeder. Wir hatten gesagt, der Hauptunterschied ist der, bei dieser muss im Gegensatz zur Feder rechts im Bild der Füllhalter immer perfekt aufgesetzt werden. Zwei sehr schöne Füllhalter hier von Parker, einmal der Parker Vektor Normal und der Parker Vektor Kalligraphie. Die Kappen sind aufsetzbar, aber er liegt auch schon sehr schön in der Hand ohne die aufgesetzte Kappe. Also ein ganz einfacher, vom Design her, Füllfederhalter, der sehr gut aussieht. Wir schließen ihn, wir sehen ein perfektes. Hier jetzt also der Lamy Schulfüller, der Lamy Nex, der Schaft aus Aluminium, die Kappe aus Plastik, hier der Lamy Schriftzug. Next. Die typische Lamy-Federform. Und wir sehen das Griffstück mit einer angedeuteten Griffmulde. Wir betrachten die Patronen. Wir sehen, ich habe den hier mit einem Konverter ausgestattet. Der einzige Nachteil der Lamy-Füller ist der, dass die normale Patrone nicht passt. Wir sehen hier ein Modell für beide Füllhalter. Das ist hier die Lamy-Seite, das ist die Standardpatronenseite. Der rollt nicht vom Tisch durch diese angedeutete
dreieckige Form. Die Kappe nicht sonderlich stabil, aber sie sollte halten. Und wir gucken uns an, wie dieser Füller schreibt. So wie wir es von einem Lami nicht anders erwarten würden. Also ohne Aussetzer. Die Feder hält auch Druck aus. Wir sehen die Striche in beiden Strichrichtungen, wie das bei den typischen Schulfüllern ist, gleich stark. Wir sehen, der schreibt wirklich ohne Aussetzer. Also ein äußerst beliebter Schulfüller. Das Modell von Lami. Wir betrachten die Feder aus der Nähe. Wir sehen hier Lami M für Medium. Und wir sehen das aufgesetzte Iridiumkorn. Wir hatten gesagt, dies ist ein hauptsächliches Unterscheidungsmerkmal. Diese Federn sind natürlich wesentlich aufwendiger herzustellen als Federn, bei denen einfach die Spitze zu einer Kugel gepresst ist. Hier also die Schulfüllerfeder von Lami. Diesmal der Schulfüller von Big. Hier der Füllhalter der Firma Big. Die Firma ist in erster Linie für ihre Kugelschreiber, Feuerzeuge und Rasierapparate bekannt. Diesen typischen Clip kennen wir von den Kugelschreibern. Hier der Füllhalter. Die Ingenieure bei Big haben sich hier diese Laderampe für die Patronen einfallen lassen. Wir sehen, die Patrone wird so eingesetzt. Wir schieben die Patrone hier rein. Hier wird sie eingeklickt. Wir sehen also die neue Patrone. Wir betrachten die Feder. Diese Feder gehört nun zu denjenigen, die einfach die Kugel durch Pressen der Feder erzeugen. Wir zoomen uns ran. Hier die Griffmulden des Füllhalters und wir kommen zur Feder. Wir sehen hier den Big-Schriftzug und das Firmenemblem und sehen, diese Feder gehört zum Typ der ganz einfachen Federn. Wir sehen, es ist keine Spitze aufgesetzt, sondern die Feder ist zu dieser Spitze gefaltet. Städler Füllhalter. Wir sehen den Unterschied. Hier die aufgesetzte Kugel. Hier wird die Kugel aus der Feder selbst geformt. Wir sehen durch seine Griffmulden, hier durch diese asymmetrische Form, rollt dieser Füllhalter nicht vom Tisch. Die Kappe sehen wir hier. Nicht sehr stabil, aber durch diesen Clip rollt sie ebenfalls nicht vom Tisch. Und wir betrachten, wie dieser Füllhalter schreibt. Und wir sehen, hier bei Big ist es den Ingenieuren gelungen, eine Feder zu konstruieren, die ebenso gut übers Papier gleitet wie eine mit
Iridiumspitze. Also man kann es nicht verallgemeinern. Wir sehen auch keine Aussätze. Diese Feder ist ein bisschen elastischer als die Normalfeder. Schulfüller, diesmal die Modelle von zwei Modelle von der Firma Online. Online. Hier steht Germany. Die hier ein anderes Modell der Firma Online. Vom Prinzip her bringt die Firma hier, was die normalen Schulfüller angeht, einmal ein schlankeres Modell heraus und dieses etwas dickere Modell. Wir gucken uns das an. Wir sehen gleich aus der Nähe Feder mit Iridiumspitze, Standardpatronen. Zwei Stück passen hier rein. Wir haben leicht angedeutete Griffmulden, die aber dafür sorgen, dass der Füllhalter nicht vom Tisch rollt. Wir haben kein Tintensichtfenster, aber damit kann man ja vielleicht leben. Wir haben hier den riesigen Clip, der dafür sorgt, dass die Kappe nicht vom Tisch rollt, sonst normale Stabilität bei diesem Füllhalter. Hier das etwas korpulentere Modell. Sehen, das ist auch bei dem anderen, der lässt sich, also die Kappe lässt sich perfekt aufsetzen. Hier genauso. Wer also gerne die Kappe aufsetzt, hat hier das perfekte Modell. Man sieht hier, der Schaft geht dann direkt die Kappe über, hier bei diesem Modell genauso, hier ein Plastikclip, auch hier angedeutete Griffmulden, hier, wir gucken uns das gleich an, bei diesem Modell haben wir jetzt die Kalligrafiefeder, und zwar die schmalste Ausführung, die Online anbietet. Wir gehen etwas näher ran, sehen hier auf der Feder Online Germany und vorne sehen wir das Iridiumkorn auf der Feder aufgesetzt. Das ist wie gesagt der Standard-Schulfüller. Wir betrachten die andere Feder, die Kalligrafiefeder. Wir sehen hier Online 0,8. Millimeter. Wir sehen hier die schmale Kalligrafiefeder, hier den Tintenleiter, nochmal der Schaft aus der Nähe betrachtet. Wir sehen sehr schön gemacht, entsprechend das andere Modell. Hier sehen wir die Griffmulde und den Schaft. Wir sehen hier mit aufgesetzter Kappe. Und wir betrachten, wie die Federn schreiben. Ein richtig schöner Tintenfluss. Guckt euch das an, keine Aussätze. Füllhalter, der richtig gut schreibt und einen schönen Tintenfluss hat. Wir betrachten das andere Modell mit der Kalligrafiefeder. Die Striche in dieser Richtung sind natürlich stärker als in dieser. Dadurch bekommen wir den typischen Kalligrafieausdruck in die Schrift. Dadurch bekommen wir eine kalligrafischere Anmutung der Schrift. Wir gucken, ob diese Feder aufsetzt. Nein, perfekt. Druck reagiert sie kaum, aber das ist
bei den meisten Kalligraphiefedern auch nicht üblich. Wir sehen also sehr schön gemachte Füllhalter. Hier der Kalligraphiefüller mit der 0,8 mm Feder. Es gibt sie auch in 1,5 und 1,9. Hier in diesem Video die schmalste Ausführung, die sich für den täglichen Gebrauch eignet. Also ein perfekter Schulfüller für etwas ältere Schüler. Und hier die Standardfeder. Jeden der Online-Halter gibt es wahlweise mit Kalligraphiefeder oder mit, wie gesagt, der typischen Schulfeder mit aufgesetzter Iridiumspitze. Wir machen weiter mit unseren Schulfüllern, hier nach Preisgruppen geordnet. Ich will mich da nicht hundertprozentig festlegen. Also, wir fangen hier an, die Preisgruppe um 3 Euro, der Schneider, Füllhalter, dann kommen wir zur Preisgruppe um 5 Euro, der Happy Pen von Pelikan, der Easy Click von Bic und dann hier 5 Füllhalter von Mapede, wobei zu beachten ist, diese beiden Halter hier von Pelikan und von Bic haben die einfache Form der Feder, während hier die Mapede-Füllhalter schon eine Feder mit aufgesetzter Iridiumspitze besitzen. Es geht weiter, die Gruppe um 8 Euro. Hier haben wir den Füllhalter von das preisgünstigste Modell von Online und den Griffix. Ich öffne ihn mal, damit man sieht, um welchen Füllhalter es sich hier handelt. Das ist also die Gruppe um 8 Euro, der Griffix und der Online-Füllhalter. Wir kommen zur Preisgruppe 10 Euro. Hier haben wir den Kalligraphiefüller von Online, Base Kit von Schneider, hier nochmal das kleine Modell des Base Kits, hier der Standardfüllhalter von Schneider um 10 Euro und hier diese beiden Herlitz Füllhalter. Wie gesagt, die Gruppe um 10 Euro. Wir kommen zu den Städtler Füllhaltern. Circa 11 Euro. Hier die beiden Füllhalter hier. Einmal das Rechtshändermodell in Grau, das Linkshändermodell hier von Faber-Castell. Hier der Griffix von Pelikan. Oh, noch kleine Stück, kleine Rückblende. Dieser Füllhalter hier von Pelikan ist nicht der Griffix, dieses ist der Twist. Also jetzt haben wir hier endlich den richtigen Griffix, der also hier auch circa 12 Euro. Und wir kommen zum Pelikan Pelicano, circa 15 Euro. Und wir haben hier den Nex von Lamy, auch circa 15 Euro. So, das war also die kleine Übersicht über die Preise der Füllhalter. Bitte legen Sie mich nicht fest oder fragen Sie auch nicht an, ob ich selber Füllhalter verkaufen würde. Das ist, wie gesagt, hier nur eine kleine Übersicht. Schon als Schüler haben mich die Schulfüller damals interessiert und ich hoffe, dass ich diese Begeisterung für den Füllfederhalter auch auf die Schüler von heute ein bisschen überträgt. Und man sieht, ich hatte es ja schon gesagt, alle Füllhalter sind es wert, gekauft zu werden. Und man kann sich, wie gesagt, hier einfach nach Preisgruppe entscheiden. Weiter in unserer Serie über Schulfüller, diesmal nicht direkt ein
Füller, sondern die gute alte Brausefeder. Wir sehen hier unten die Pfannenfeder, Brause, Iserlohn, wie hieß es früher so schön, brauchst du eine Feder, mein lieber Sohn, nimm die von Brause aus Iserlohn. Also, dies ist die Pfannenfeder von Brause. Wir betrachten die Spitze. Wir sehen, sie ist, daher rührt der Name, pfannenförmig ausgeführt. Das soll verhindern, dass die Feder im Papier stecken bleibt. Mit dieser Brause, Pfannenfeder, haben Generationen von Schülern früher das Schreiben gelernt. Für diese Feder brauchen wir das gute alte Tintenfass. Und wir betrachten, wie diese Feder schreibt. Mit Druck. Wir müssen schon wieder eintauchen. Wir sehen, warum der Füllhalter erfunden wurde. Aber wir betrachten den Effekt der Pfannenfeder. Wir können sie ohne weiteres übers Papier schieben. Wie gesagt, das Tintenvolumen, was die Feder hält, ist sehr gering. So viel also zur guten alten Brause. Unser Thema im Moment. Schulfüller. Ich habe schon einige Videos über die einzelnen Modelle gemacht. Hier jetzt also nochmal alle vereint. Wir haben die Schulfüller von Faber-Castell uns angeguckt. Wir haben genau hier links und rechtshänder Modell, dann von Stegler auch links und rechtshänder Modelle. Es waren die Füllhalter von Herlitz dabei. Diese beiden haben wir uns angeguckt. Dann kommt Pelikan. Da waren natürlich jede Menge Füllhalter dabei. Das waren etwas gängigere Modelle hier. Dann hier auch noch zwei alte Pelikan-Patronenfüller. Dieses Modell ist ja sicherlich den meisten bekannt. Der silber- und blaue Pelicano. Dann hatten wir hier auch den Vorläufer Pelikan aus den 50er Jahren. Auch Montblanc stellte Füllhalter her. Die nannten sich dann Monte Rosa, der Schulfüller von Montblanc. Dann hatten wir gehabt Lamy. Dann waren Online-Füllhalter dabei. Hier Rotring war dabei. Die Firma Mappede aus Frankreich war vertreten. Ebenfalls aus Frankreich der Big Easy Click. Hier kommen nochmal 5 Füllhalter von Schneider. Und dann haben wir hier auch noch den Füllhalter von Parker, der Parker Vector. Und wir haben uns auch die Brause-Pfannenfeder angesehen, mit der früher die Schüler das Schreiben lernen. Hier musste noch ins Tintenfass eingetaucht werden. Ja, das Erstaunliche war, es war wirklich, unter all diesen Modellen war kein einziger schlechter Füllhalter dabei. Alle schrieben hervorragend. Der Tintenfluss war gut. Es
gibt natürlich Preiskategorien, die Füllhalter, wie hier zum Beispiel dieses kleine Modell von Schneider, der Big Easy Click und der Happy Pen von Pelikan, die unterscheiden sich von den übrigen darin, dass hier die Feder vorne zu einer kleinen Kugel geformt ist. Bei den anderen Füllhaltern, das ist natürlich etwas kostenintensiver, ist vorne auf die Spitze eine kleine Iridiumkugel aufgelötet, die das Schreiben erleichtert. Alle Füllhalter sind außerdem auch fast unverwüstlich. Einige natürlich, wie zum Beispiel dieser Staedtler hier oder der von Faber-Castell, die zeichnen sich eben, oder auch dieser hier von Schneider, die sind natürlich besonders kindertauglich, weil nicht nur die Kappe eine Wegrollsicherung hat, sondern auch der Schaft hier durch dieses kleine Dreieck am Ende. Auch der Schaft hat eine Wegrollsperre. Das ist ja das Wichtigste bei so einem Schulfüller, dass er nicht vom Tisch rollt, denn die meisten Füllhalter gehen ja dadurch kaputt, dass die vom Tisch rollen und dann jemand drauf tritt. Ja, wir haben also gesehen, erstaunlich, von praktisch 3 bis 4 Euro bis 18 Euro kosten ja diese Füllhalter, dass es möglich ist, hier so hervorragende Produkte abzuliefern. Also der Fertigungsprozess ist wirklich hervorragend. Ein kritischer Punkt ist ja immer der Tintenfluss. Ich habe also hier, wie gesagt, keinen Füllhalter dabei gehabt, der einen schlechten Tintenfluss hatte. Dann habe ich eben auch Kinder hier, Kinder meiner Musikschule, habe ich, wenn sie Lust hatten, die Füllhalter ausprobieren lassen. Das Ganze läuft ja dann unter dem Titel Kinder testen Füllhalter. Und da konnte ich feststellen, auch 5-Jährige haben keine Probleme damit, mit so einem Füllhalter umzugehen. Die Federn sind alle so stabil, dass auch wenn die Kinder zu stark aufdrücken, dass dem Federhalter nichts ausmacht. Und eben, Sie können das auch noch in den anderen Videos ja genauer sehen, durch diese Iridiumspitze oder durch die Kugel, zu der die Feder geformt ist, dreht sich der Füllhalter praktisch immer von selber in die richtige Stellung, so dass ein Verkanten der Feder praktisch ausgeschlossen ist. Das ist ja eigentlich der Hauptunterschied zwischen einem Schulfüller und einem, sagen wir mal, Füllhalter für fortgeschrittene Schreiber. Der Schulfüller hat vorne diese kleine Kugel und schreibt deswegen in alle Richtungen gleichmäßig breit. Wenn man hinterher, jetzt sagen wir mal, ein interessanteres Schriftbild haben will, dann braucht man natürlich entweder eine Kalligraphiefeder, am besten so in 1 mm Breite, oder eben eine flexible Feder, eine flexible Spitzfeder, die dann je nach Druck, den man ausübt, einen unterschiedlich breiten Strich gibt. Das ist natürlich mein persönliches Steckenpferd. Deswegen habe ich, weil ich keinen Füllhalter finden konnte, der das bringt, flexibel und gleichzeitig extrem starker Tintenfluss. Das war praktisch meine Idealvorstellung. Deswegen musste ich eben meinen eigenen, auf Englisch, Flex and Wet Füllhalter konstruieren. Dazu habe ich auch etliche Videos veröffentlicht. Das Ganze geht natürlich darum, Kinder müssen schon früh mit dem Füllhalter anfangen zu schreiben, damit diese Freude am Schreiben sich entwickeln kann. Wenn man mit dem Kugelschreiber
Filzstift und so weiter schreibt, dann sage ich mal einfach so ganz frech, dann kann sich die Freude am Schreiben nicht einstellen. Und wenn man hinterher mit einem schönen, entweder Kalligraphiefüller oder flexiblen Füller schreibt, dann ist das Schriftbild ja praktisch ein Seismograph der Stimmung. Und dann ist praktisch das Schreiben mit dem Füllhalter eine Möglichkeit des persönlichen Ausdrucks. Und frei nach Beuys, jeder ist ein Künstler, so werden wirklich dann kleine Schriftstücke des Alltags schon zu kleinen Kunstwerken. Der kleinste Einkaufszettel, wenn man den ein bisschen schöner schreibt, dann kann man sich ja wirklich dann hinterher auch daran erfreuen. Oder auch, wenn man Aufzeichnungen schreibt in der Uni-Schule oder wie auch immer, oder kleine Notizen macht und zum Beispiel immer mit unterschiedlichen Tinten geschrieben ist, mit unterschiedlichen Füllhaltern, dann hat hinterher so ein kleines Notizbuch ja eine ganz persönliche Note. Und man findet vor allen Dingen, wenn man seine Schreibstile oder die Tinten dann sieht, dann findet man das auch sofort wieder, weil man sich noch ungefähr entsinnen kann, wann man mit welcher Tinte zum Beispiel geschrieben hat. Ja, also das Heranführen an den Füllhalter, das muss also möglichst früh passieren. Ich kenne es ja auch noch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte das Glück, dass ich von meinem Großvater früher schon als kleines Kind abgelegte Füllhalter bekam, mit denen ich dann herum experimentieren konnte. Damals war es leider noch so, dass nicht alle Füllhalter, ich hatte es ja gesehen, also alle, die ich da hatte von meinem Großvater, die funktionierten ja nicht mehr, der Kolben funktionierte nicht mehr oder wie auch immer. Sowas hat man heute praktisch nicht mehr. Die Produkte, die Füllhalterindustrie abliefert, die sind alle hervorragend. Dadurch, dass es alles Patronenfüller sind praktisch auch die mechanischen Teile, die in erster Linie kaputt gehen können, ausgeschlossen. Es ist also wirklich möglich, für ganz wenig Geld ein kleines technisches Wunderwerk zu erstehen. Und wir müssen uns eben immer wieder vergegenwärtigen, der Füllfederhalter ist eben eine der genialsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. 1884 hat Herr Waterman das erste Patent für einen funktionierenden Füllhalter angemeldet. Davor musste ja, wie gesagt, immer noch eingetaucht werden. Und seit 1884 hat sich der Füllhalter eben verbreitet. In den 20er Jahren und so weiter war es ja noch ein echter Luxusgegenstand, ein Füllfederhalter. Heute ist er für jedermann erschwinglich. Und neulich sagte ein Vertreter, ich glaube, das war der Computerindustrie, in ungefähr 10 Jahren sei der Füllfederhalter ausgestorben. Ich würde sagen, strafen wir doch diese Leute, die das vorhersagen, lügen. Lassen Sie uns unsere Kinder Füllhalter ausprobieren, zum Beispiel auch hier von der Firma Online. Diese beiden sind zum Beispiel Kalligraphiefüller, ausgesprochen günstig. Ich glaube, dieser 8 Euro, der 10 Euro, die sind mit 0,8 mm breiter Feder erhältlich. Das ist also eine perfekte Feder für den fortgeschrittenen Schreiber. Ja, also alles hervorragende Füllfederhalter hier, selbst die billigsten. Das Einzige, worüber man sich jetzt vielleicht streiten kann, ist das Design, ob die nun so orange-rot oder türkis aussehen müssen.
Es gibt unter den Füllfederhaltern zumindest einen, der schon die etwas größeren Schüler anspricht. Das ist der Parker Vector. Der hat also ein ganz schlichtes, traditionelles Füllhalter-Design und kostet auch nur um 15 Euro. Und für diesen Füllhalter sind dann zusätzlich die unterschiedlichen Mundstücke erhältlich in verschiedenen Breiten, eben als Kalligrafiefüller. Der ist also einmal erhältlich mit der typischen Schulfüllerspitze und mit Kalligrafiefederspitze. Über diese beiden Modelle habe ich auch ein Video gemacht. Ja, also wir haben gesehen, über das Design kann man sich vielleicht streiten. Ich weiß nicht, was die Designer für Vorgaben von ihren Firmen bekommen. Wahrscheinlich sagt man denen, konstruiere einen Füller, der aber auf gar keinen Fall wie ein Füllfederhalter aussieht. Sonst sagen die Kinder, da hat ja schon mein Großvater mitgeschrieben. Naja, ich weiß nicht, wie die Designer drauf kommen. Selbst der Schulfüller von Lamy, die ja eigentlich für ein sehr schönes Design bekannt sind, selbst der Schulfüller hier, der Next von Lamy, der ist nun auch kein Ruhmesblatt für die Firma, jedenfalls was das Design angeht. Als Füller schreibt er natürlich perfekt. Der einzige Nachteil hier bei den Lamy-Füllern und dann eben auch bei dem Parker-Füllhalter ist, dass sie nicht die Standardpatronen benutzen, sondern für Parker und Lamy braucht man extra Modelle. Für Lamy ist es kein Problem, weil die Marke hier ja sehr verbreitet ist. Ja, also abschließend kann man sagen, Füllhalter für wenig Geld bekommt man einen perfekten Füllhalter. Es besteht also kein Grund, sich mit Filzstiften, Tintenrollern, Kugelschreibern und so weiter abzugeben. Man sollte sich ruhig den Luxus erlauben, mit einem Füllhalter zu schreiben. Das Auslaufen und so weiter, was früher ein Problem war bei Füllhaltern, im Flugzeug mitnehmen, war damals ja auch ein Problem. Diese Probleme sind beseitigt. Der Füllhalter ist praktisch in seiner Perfektion eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Warum sollte man es also nicht nutzen? Zum Beispiel auch dieses Argument, dass viele Leute sagen, sie würden nicht mit dem Füllhalter schreiben, weil sie ihre Schreibgeräte überall vergessen würden. Auch dieses Argument gilt ja nicht mehr, wenn der Füllhalter wirklich eigentlich genauso viel kostet wie ein Kugelschreiber. Ja, also Schulfüller, ich hoffe, ich habe die gängigsten Modelle getestet. Schulfüller, wie man sie hier sieht, sind also der perfekte Einstieg, um Kinder ans Schreiben heranzuführen. Und wir haben gesehen, hier einige der